Ahoi ihr Lieben, ich bin Anne Herperz und kandidiere für die Bundestagswahl als Direktkandidatin in Dresden 2, Bautzen 2 und auf der Landesliste der Piraten als Platz 1. Viele strukturelle Probleme in diesem Land wie Armut und finanzielle Ungleichheit, ein ohne Halt voranschreitender Klimawandel, das Sterben im Mittelmeer und eine verpeilte Digitalisierung sind keine tragischen Zufälle, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen. Ich stehe dafür ein, dass Politik tatsächlich wieder zurechenbar wird und sich vor allem verantwortlich fühlt. Dabei liegen mir vor allem drei Themen ganz besonders am Herzen. Das erste ist, eine tatsächliche soziale Absicherung zu ermöglichen. Ein Leben in Würde bedeutet auch finanzielle Absicherung und damit überhaupt die Chance, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Ein bedingungsloses Grundeinkommen bietet hierbei die Möglichkeit, sich frei zu entfalten und das eigene Leben als Teil der Gesellschaft selbstbestimmt zu gestalten. Wir Piraten messen den Menschen nicht an seiner Leistung. Jeder Mensch hat ein Leben in Würde verdient. Dass ein bedingungsloses Grundeinkommen die Gegebenheiten unseres Sozialstaates wesentlich verändern würde, ist uns absolut bewusst. Bis dahin müssen wenigstens staatliche Leistungen der Mindestsicherung wie Hartz IV oder auch Grundsicherung über die Armutsgefährdungsgrenze gehoben werden. Sanktionen sind ebenso ausnahmslos auszusetzen. Auch ein Kindergrundeinkommen ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Außerdem, der Arbeitsmarkt verändert sich schon längst. Über lang oder kurz wird der Lohnarbeitszwang nicht aufrechterhalten werden können, weil die Digitalisierung schon jetzt Jobs frisst. Lasst uns also einen mutigen Schritt in die Zukunft gehen, indem wir einem BGE den Weg bereiten. Mein zweites wichtigstes Anliegen ist, deutlich mehr Teilhabe am digitalen Leben zu schaffen. Es muss sichergestellt werden, dass jeder Mensch Zugang zu einer sicheren digitalen Kommunikation erhält. Dazu gehört die Bereitstellung einer wirklich auch angemessenen digitalen Infrastruktur, aber auch die zielgerichtete technische Ausstattung von Schulen und Lernenden, welche viel zu häufig viel zu kurz gekommen sind, vor allem in der Pandemie jetzt. Ein kritischer Umgang mit sozialen Medien sowie die effektive Nutzung und kreative Gestaltung von neuen Medien müssen in Bildungseinrichtungen noch fester in den Lehrauftrag integriert werden. Oftmals werden bei diesen Forderungen zur Stärkung der Medienkompetenz Lehrende, Eltern oder auch ältere Menschen vergessen. Alle müssen die notwendigen Hilfen bekommen, um mit dieser Entwicklung überhaupt Schritt halten zu können. Insgesamt muss auch vor allem universitäres Wissen deutlich freier zugänglich werden, damit Bildungsungerechtigkeiten behoben werden können und ja, Chancen der Digitalisierung überhaupt allen zugutekommen können. Letztlich müssen wir die Asylpolitik in Deutschland grundlegend ändern. Wir Piraten setzen uns für eine menschenwürdige Asylpolitik ein, die auf keinen Fall auf Abschreckung und Diskriminierung setzt, sondern wirklich am Wohl der Schutzsuchenden orientiert ist. Dazu bedarf es einer Wiederherstellung des Rechts auf Asyl. Das bedeutet, im Artikel 16a den Paragraph 2 bis 5 im Grundgesetz zu streichen. Asylgründe müssen vor allem mit Blick auf drohende Umweltkatastrophen und deren Folgen zwingend erweitert werden. Wir lehnen pauschale Kategorisierung von Staaten als sichere Herkunftsländer ab. Schutzsuchende sollten wirklich das Recht bekommen auf die individuelle Prüfung ihrer Situation und ihres Umfeldes. Und das schließt faire, unvereinfachte Asylverfahren im Zweifel für die Betroffenen ein. Die menschenrechtswidrige Praxis an Europas Außengrenzen muss außerdem enden. Rettungsaktionen sollen staatlich organisiert und durchgeführt werden. Und alle derzeitigen zivilen Rettungsaktionen dürfen weder behindert oder gar kriminalisiert werden. Auch die Zustände für Geflüchtete hier in Deutschland sind teils unhaltbar. Wir setzen uns für eine menschenwürdige und vor allem dezentrale Unterbringung ein. Abschiebung sowie Abschiebehaft verurteilen wir wirklich aufs Schärfste. Menschen dürfen nicht in für sie gefährliche Länder oder ausweglose Situationen zurückgeführt werden. Der Zugang zu Bildung und Kultur in Deutschland muss ebenso kosten- und barrierefrei für Asylsuchende sichergestellt werden. Ebenso ist auch eine finanzielle Versorgung unterhalb des Existenzminimums nicht hinnehmbar und, by the way, verfassungswidrig. Wenn die Frage aufkommt, woher das Geld dafür überhaupt kommen soll, halte ich eine Zusatzbesteuerung aller in Deutschland hergestellten Waffen für eine sehr adäquate und faire Lösung. Also, warum noch weiter warten, bis sich wieder niemand zuständig fühlt? Am 26. September Piraten wählen.